The everlasting sun shines strongest on these lands. Ja, und damit moin Leute, herzlich willkommen hier zu Crosscode Part 44, Teil 2 irgendwie. Ich habe jetzt mir nochmal die Mühe gemacht, ein Save geladen, musste den Fahrschau-Tempel nochmal durchspielen. Ich sollte öfter speichern, manuell speichern, gut. Und ja, nachdem ich auf YouTube kein Video zu dieser Stelle hier gefunden habe, muss ich das halt nochmal selbst in die Hand nehmen, nochmal aufnehmen. Es tut mir leid, dass es ein bisschen verzögert jetzt zum Part 44 kommt, aber ich kam leider vorher nicht dazu und ich grüße Laxen, der unter Part 44 kommentiert hat, ich weiß nicht. Vielleicht ist das auch. Ich fühle mich so fame. Und es hat meinen Tag richtig versüßt. Hat meine ganze Woche, hat mein ganzes Leben versüßt. Wie auch immer, wir werden jetzt diesen Dialog, Monolog dieser Statue, der Göttin oder was auch immer das sein soll, weiß ich gerade nicht genau. Wir werden jetzt diesen Monolog lauschen. Und zwar diesmal mit mehr als nur einem Satz. Die ewig währende Sonne scheint am stärksten auf diese Landen. Seine flammende Glory, der Herbe der Herr. Moment. Glory, ihr flammender Ruhm trägt Leben und Tod zugleich. Auf diesem nicht vergebenden, nachtragenden Pfad, nicht unforgiving, nicht vergebenen, also der Pfad, der vergibt dir nicht, wenn du einen Fehler machst, an diesem unvergebenen Fahrt bliebst du ausdauernd. Mit frierenden Schlägen und Schwingen hast du die brennenden Gründe passiert. Du, der Reisende, der Envoy. Was ist Envoy? Moment, das muss ich jetzt kurz nachgucken. Das ist wichtig. Envoy wird, glaube ich, auch öfter auftauchen. Envoy? Ja, komm. Übersetzer, jetzt habt ihr nicht so. Na? Gesandte. Gesandter des Change. Gesandter der Veränderung. Du hast dich selbst als würdig erwiesen. Nimm diese Scherbe und öffne den Pfad nach Osten. Red Flame Shade. Resolve. Wenn ich jetzt schon mal offen habe, ne, dann kann ich den auch öfter nutzen, den Übersetzer. Deine Entschlossenheit ist evident. Evidence ist Beweis. Ah, verdammt nochmal. Mein Englisch ist eingerostet. Ist offensichtlich und verdient ein Geschenk der Stärke. Lass mich deiner inneren Flamme hinzufügen, damit ihre Wärme lang anhält. SP Bar Extended. Lass jeden deiner Schritte den Pfad deines Wachstums formen. Okay, das haben wir auch fertig. Squared away. Das ist ein Dreieck. Ha!
Das ist, ja, bestimmt irgendein Wortwitz, den ich nicht verstehe. Aber das ist halt Square und das ist Dreieck und das ist falsch und bäh. So. Das war's auch schon. Das wollte ich noch hinzufügen, dass, ja, ihr das auch sehen könnt. Und zwar diesmal richtig, mit mehr als einem Satz. Und ja, ich wünsche euch dann noch einen wunderschönen, angenehmen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder oder wann auch immer ihr Zeit habt. Auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bis dahin noch, habe ich schon? Na egal. Bis dahin noch einen wunderschönen, angenehmen Tag. Euer Justin, haut rein und tschüss.